Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Der Wochenspruch für diese Woche aus Jeremia 17 hat für mich gestern eine ganz konkrete Bedeutung bekommen. Ich stehe hier vor dem Eingang zum Krankenhaus in Ilembula im Süden Tansanias. Dort haben wir gestern eine digitale Röntgenanlage eingeweiht. Und allen, die damit arbeiten oder sie zur Diagnose ihrer Krankheiten brauchen, den Segen Gottes zugesprochen. Die Heilung, von der der Prophet Jeremia spricht, hat eine innere Dimension. Sie ist eine Heilung der Seele. Aber sie hat auch eine äußere Dimension. Heile du mich, Herr. So beten hier in Tansania viele Menschen, die an einer Krankheit oder Verletzung leiden. Und sie vertrauen auf Gottes Beistand. Für mich sind die Ärzte und Krankenschwestern, die hier arbeiten, so etwas wie die helfenden Hände Gottes, die durch ihre medizinische und pflegerische Kompetenz dazu beitragen, dass dieses Gebet erhört wird. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Ohne die Kirchensteuermittel und Spenden aus Bayern hätten weder der letztes Jahr eingeweihte Operationssaal noch die Röntgenanlage hier errichtet werden können. Welchen Segen diese weltweite Solidarität hier bedeutet, darüber habe ich gestern von den leitenden Ärzten viele Geschichten gehört. Und in einer Welt, in der ich mich immer wieder so ohnmächtig gegenüber dem Leid so vieler Menschen fühle, ist das Wissen darum, dass wir ganz konkret etwas tun können, auch ein Stück Heilung der Seele. So spreche ich diesen Satz des Jeremia von ganzem Herzen mit. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Geht gesegnet und behütet in diesen Tag.